Oh, und da sind wir wieder mit Geschrei und Gebrüll in dieser nächsten Aufnahme von Space Colony HD. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe jetzt mal ausnahmsweise nachgeguckt, wie das funktioniert. Wie kann ich das jetzt entbinden? Ich fühle mich so schwach. Arbeitsuhr, ja, das ist klar, die Arbeitsuhr war. Basis wurde gesichert. Joblöschung. Warenlagerkapazität genau. Am Maximum. Jetzt holen wir ihn mal ganz kurz hier hin. Und Warenlagerkapazität am Maximum. Ja, sofort. Candy auch. So. Seit das Firmen ein Herz. Also wir können jetzt, müssen es so machen. Basis wird angegriffen. Warenlagerkapazität am Maximum. Und wir müssen denen jetzt halt die Möglichkeit geben, verschiedene Sachen da zu machen. Währenddessen hören wir gerade, die Warenkapazität ist am Maximum. So, wir haben mehr als genug Geld momentan. So, jetzt machen die sich... Ich glaube, ich muss ernstlich behandelt werden. So, also wir brauchen da so ein bisschen was, damit wir das schaffen. Und zwar ist das so, man muss halt nicht das machen, was ich die ganze Zeit gemacht habe, sondern man muss die wirklich sagen, was die machen sollen. Diese Sachen sind wichtig. Wenn dann hier drei Herzen sind, können wir hingehen und sagen, hier, mach mal. So gesehen. Okay, sie geht jetzt schlafen. Dean wird jetzt ein bisschen wieder... gucken, dass hier die Station wieder in Betrieb kommt, bevor alle sterben. Basis wurde gesichert. Füllen ist nicht so gut. Währenddessen können wir hier ein bisschen ausbauen. Sanitätsstation eingerichtet. Sanitätsstation ist soweit fertig, die erste. Das heißt, es kann sich wieder jemand heilen. Also, das ist das Schöne, die sind jetzt mittelmäßig. Also, ich glaube nicht, dass wir auf diesem Planeten noch weit kommen werden. Deswegen ist schon okay. Ich habe gesagt, in die Komplettlösung geguckt. Danach kommt noch eine Mission auf diesem Planeten. Kommen wir endlich auf neun. Sanitätsstationen eingerichtet. Durch die ganze Basis wird angegriffen. Und was habe ich davon? Ja, da kommt er und dann wird auch getötet. Sehr schön. Argon-Gas wird auch immer mehr. Da werden wir auch mal ein paar Einheiten von verkaufen. Sonst haben wir keinen Platz mehr. Space-Hühner sollten wir immer um die 10 haben, weil immerhin hier Restaurants. Eingerichtet. Hat immer gesagt, harte Arbeit macht. Dean wird wieder von seinen Aufgaben entbunden und darf dann mit Candy mal dancen gehen. Basis wurde gesichert. Komm, lass uns abrocken. Cool, Mann. Ja. Okay, anstatt dass sie das dann zusammen machen. Basis wird angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht erst ein vernünftiges Restaurant für bauen muss. Könnten wir ja mal machen, ne? So eine Luxus. Essen gehen. Kommst du mit? Basis wurde gesichert. Musst du doch nicht fragen. Leute, ich gehe zur Sanitätsstation. Mittlere Biosphäre. So, mal gucken, ob wir noch eine Biosphäre hinkriegen. Nein, keine mittlere zumindest. Kleine Biosphäre. Kleine vielleicht. Fange dann mal besser an. Flur. Ein paar Sachen müssen wir halt jetzt ausbauen. Oh Mann. Luxusbar. So, und dann kriegen wir hier eine Luxusbar rein. Kann auch mit Billy Bobs Hühnern da gefüttert werden, oder? Basis wird angegriffen. Nehmen wir die erstmal nur. Normale Bar. So, Basis wurde gesichert. Füllen ist nicht so gut. Was soll die mal einen Drink nehmen hier, ne? Weil wir werden jetzt Candy auch entbinden wieder von ihren Aufgaben. Ich hoffe, dass sie jetzt kommt. Oh,
Und zwar einen Drink nehmen. Ah ja, jetzt laufen sie auch zueinander zu. Oh mein Gott, Team ist leer. Angegriffen. Ach nee, ich weiß, was ich hier machen lassen wollte. Lust auf einen Drink? Ich stecke bis über beide Ohren in Arbeit. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Penner? Basis wurde gesichert. Wie man tanzt? Ich stecke bis über beide Ohren in Arbeit. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Oh oh. Ich fühle mich gar nicht gut. Möchtest du was trinken? Also ich schon. Soll ich dir was mitbringen? Tut mir leid. Nein. Hunger? Dann lass uns essen. Nein, ich muss los. Soll man sich hier so fühlen? Na, jetzt hat die Beziehung sich wieder verschlechtert. Oh, ist nicht wahr. Die müssen auf einer vollen Beziehungsstufe sein und zusätzlich müssen die noch hingehen und dann noch flirten. Oh, geht ja gar nicht mehr, ey. Die Mission steht kurz vorm Abschluss. Wir sind gut. Ja. So, jetzt verbessern wir deren Status wieder. So. Wir haben uns bloß hergebracht, damit wir vor lauter Langeweile sterben. Jetzt sagen wir denen, trink mal was zusammen. Hallo? Möchtest du was trinken? Also ich schon. Soll ich dir was mitbringen? Cool, Mann. Ja, bin völlig ausgetrocknet. Und dann noch was essen. Hunger? Dann lass uns essen. Cool, Mann. Ja. Du hast das gesehen, oder? Zeit zum Arbeiten. So, und dann können wir das hier machen. Du machst mich an. Ekelhaft. Hallo? Klar doch. Ah, jetzt müssen wir die erst wieder... Oh! Energieleistung auf Maximum. Das cool, gibt Mann. Es nicht mehr. Also, irgendwann schafft man das noch, dass die mal hier ein Liebespärchen werden. Also, wir sollen wirklich sorgen dafür, dass die ein Liebespärchen werden. Da hast du mal voll und ganz recht. Jetzt haben es diese verdammten Insekten da draußen hoffentlich kapiert. Lust auf einen Drink? Ich stecke bis über beide Ohren in Arbeit. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Cool, das Mann. Gibt nicht. Hier ist es total Basis zum Kotzen. Basis wird angegriffen. Das Einzige, was wir versuchen können, ist die immer wieder... Cool, Mann. Ja. So, jetzt aber. Hi, ich bin Mr. Perfect. Ich hab gehört, du suchst nach mir. Na, Arbeiter doch. Candy. Arbeiter Nikolai. Ah, wir haben's endlich geschafft. Gut, wir gucken natürlich jetzt noch in die nächste Mission rein, weil sonst wäre ja viel zu kurz die Folge. Und ihr wisst ja, 30 Minuten sind bei mir gang und gäbe inzwischen. Bisher habt ihr euch auch nicht darüber beschwert. Wenn ihr wollt, dass ich lieber kürzere Folgen mache, sagt es ruhig. Längere wird es allerdings nur in Ausnahmefällen geben. So, das ist mal eine Stunde oder sowas. Mit Bedauern habe ich von der Krankheit erfahren, unter der ihr zurzeit alle leidet. Aber scheinbar wurden soeben kleine Vorkommen von hochwertigem Iridium südlich von euch gefunden. Deshalb wird leider niemand abgeholt, bevor nicht das ganze Iridium geborgen wurde. Und weil es scheint, als wäre eure Krankheit tödlich, würde ich vorschlagen, dass ihr euch beeilt. Keine Evakuierung, bevor Super. Nicht das ganze Iridium geborgen wurde. Spezielle, aber sehr teure Medikamente können nun erworben werden, um die Krankheit zu bekämpfen. Dennoch ist mit dem Tod einiger Kolonisten zu rechnen. Vasilius Anfrage für ein Observatorium wurde genehmigt. Meinen die das ernst? Ey, ist jetzt die Wahrheit. Eine Evakuierung ist nötig und zwar sofort. Das ist ja wohl das allerletzte. Krieg dich wieder ein, mein Biker-Held. Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber wenn wir schnell und überlegt arbeiten, schaffen es einige von uns vielleicht noch lebendig hier raus. Meinst du nicht? Und dann darf man wahrscheinlich nur in einer gewissen Geschwindigkeit und dürfen nur bestimmte Kolonie Typen aktiviert. Da, naja. Verbotene Zone wird geöffnet. Handelsshuttle nähert sich. Okay, wir werden jetzt ein bisschen Gas geben. Leuchte. Okay, Insekt, du kommst mir gerade recht. Energieleistung auf Maximum.
Ich tue jetzt gar nichts mehr. Die Basis wird eine persönliche Nachricht. Das ist einfach nicht richtig. Oh, ich fühle mich krank. Oh nein, jetzt sagt mir nicht, dass auch ich diese Krankheit habe. Gebäude kann hier nicht errichtet werden. Das ist Silikon. Was ist denn dieses blöde Iridium? Eisen. Basis wurde gesichert. Persönliche Nachricht. Da ist das Iridium. Gleich dort auf der anderen Seite des Lavafelds. Verdammt. Der Sammelroboter wird uns draufgehen, wenn er ein paar Mal über diese Lava muss. Leuchte. Das soll also das Iridium sein. Basis wird gut, Sammelbunker. Was ist denn Iridium? Ist das das, was wir brauchen? Eckfabrik, Silikon, Hühnerfarm, Marban. Sammel Iridium in Alien-Gelege, Pflanzen, bla bla. So, Basis wurde gesichert. Kann man das hier irgendwo reinstellen? Nein. Die haben natürlich genau darauf geachtet, dass es nicht geht. Das heißt, man muss jetzt von hier aus immer die ganze Chose machen. Wir nehmen direkt sie und werden uns darum kümmern, dass wir so schnell wie möglich Medizin kriegen. Arbeiter Vasilius, Feinde geworden. Ach, ich hab gar kein Geld. Basis wird angegriffen. Da achtet man echt darauf, dass man wirklich relativ viel Geld hat die ganze Zeit und dann auf einmal batsch und weg. So. Jetzt haben wir ein bisschen was an Medikamente. Wenn ich mich nicht irre, dann müssen wir ganz schnell Dean wieder dazu bringen. Hauptaufgabe. Struktur zerstört. Und dann noch Candy ist wieder Hühner am Produzieren. So. Jetzt müssen wir gucken. Oh, ich habe gerade das ganze Mikrofon hier hin und her geschoben. Irgendwie muss ich das auch nochmal eben ganz kurz. So, wenn jetzt komische Geräusche kommen, das liegt daran, dass ich gerade am Mikrofon zugange bin. Wie gesagt, ich habe ja ein neues. Wir müssen jetzt darauf achten, dass natürlich jetzt dieses Teil nicht zerstört wird. Ich krieg Geld, ohne dass ich was tue. Automatiklaser. Ich fühle mich so komisch. Wir werden einen Automatiklaser hier hinsetzen zur Basis wurde gesichert. Was macht der? Kein Problem. Du gehst auch noch dabei. Basis wird angegriffen. Unsere Energiereserven fallen, aber ich denke, da ist einfach momentan keiner dran. Ist alles okay. Wähle Trainingsprogramm. Du wirst jetzt Sanitäter lernen, damit wir jemanden zweiten haben, der halt bei uns mal die Sanitätergeschichte macht. Das wird eine Zeit lang dauern, das ist aber nicht schlimm. Persönliche Nachricht. Nikolai. Hey Stick, sieh dir mal die Scans an. Wir werden uns jetzt erstmal um Tammy kümmern. Wir sollten anfangen, Grundnahrungsmittel zu kaufen. Sonst müssen wir hier ziemlich bald den Gürtel enger schneiden. Basis ja, müssen wir nicht. Ich habe ja so Space-Hühner. Du wirst dich ein bisschen mit. Muss ich? Ja, musst du. Erstens, damit du ein bisschen Kontakt kriegst. Und zweitens, damit du ein bisschen befreundet wirst mit ihr. So. Dann gehst du mal ganz schnell zur Sanitätsstation, bevor Candy da ist. Basis wurde gesichert. Weil wir brauchen dich momentan am meisten. Du bist eine von den wenigen Personen, die hier vernünftig arbeiten. Die hört sich mal, als ob die umgebracht werden. So, es dürfen keine drei Kolonisten sterben.
So, sie ist jetzt allerdings auch wieder soweit fit. Und müsste. Mein Bauch tut weh, mein Kopf tut weh und meine Füße sind ganz wund. Nebenarbeit. Zwei Sanitätsstationen. Ja, kümmere dich um dich selber. Genau. Ist denn hier jetzt gerade jemand am Arbeiten oder was? So, du machst das auf jeden Fall. Weil Nikolai da gerade hingeht. Wurde gesichert. Ah, egal. Und drei, was wir jetzt machen, wir werden ein bisschen Gas geben. Ich fühle mich so schwach. Mir geht es so schlecht. Was zu essen. Hinterhältiger als alle anderen. Sind ganz wund. Wir haben scheinbar ein kleines technisches Problem mit den Waffenanlagen. Es könnte sein, dass ihr ein paar kleine Pannen haben werdet. Super. Das heißt, jetzt werden die Waffen uns selber töten, oder was? Finde ich ja ganz nett. So, das Gute ist allerdings. Kontrollstationen eingerichtet. Kraftfeldposten. Handlungskontrolle zerstört. Sammler beschädigt. Super. Da kommt natürlich dann jetzt alles. Wir werden jetzt nochmal Medikamente einkaufen. Damit wir alle geheilt haben. Und dann denke ich mal, wird das auch wieder funktionieren. Was ist damit? Er sagt nicht, dass das Ding ist jetzt wirklich schon Schrott. Das hier ist Iridium. Energieleistung auf Maximum. Was ist dieser Dame, verdammte Roboter? Lava-Kraftwerk. Struktur zerstört. Na, da kommt ein neuer Roboter. Der ist schon fast tot. Basis wurde gesichert. Sammler. Extremer Schaden. Ich brauche die Sterne. Okay, wer ist denn beim Reparaturposten momentan? Basis wird angegriffen. Persönliche Nachricht. Ja, kommt er ran. Das war's dann, Venus. Das schaffen wir auf keinen Fall. Was schön ist, kennengelernt zu haben. Die Chancen, dass wir am gleichen Ort reanimiert werden, sind nicht sonderlich groß. Was? Sammler. Persönliche Nachricht. Hey Stick, ich habe eine Idee. Hier gibt's doch immer noch jede Menge Silikon, stimmt's? Also besorgen wir uns eine Elektronikausrüstung, dann haben wir die Elektronik. Und wenn wir Eisen und genug Credits für eine Roboteranlage bekommen können, sind wir in der Lage, Ersatzsammelroboter herzustellen. Es muss zwar jemand lernen, damit umzugehen, aber wir könnten wahrscheinlich genug Ersatzroboter herstellen, um das ganze Iridium abzubauen. Hältst du mich jetzt für verrückt? Zerstört. Persönliche Nachricht. Du bist verrückt. Lass es uns tun. Eisenförderanlage. Also ich bin euch schon einen Schritt voraus. Ich bin natürlich schon dran, hier alles vorzubereiten. Sicher. Basis okay. Wurde gesichert. Basis wird angegriffen. Den packen wir mit da dran. In Reparatur. Was war das? Sauerstoffwerte äußerst niedrig. Industrieroboterfabrik repariert. Ein nicht genug Sanitätsstation eingerichtet. Hühnerfarmeinheit in Reparatur. Kraftfeldposten. Wie kosten die denn? Struktur zerstört. Basis wurde gesichert. Hühnerfarmeinheit repariert. Sauerstoffwerte kritisch. Hauptenergie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Zwei Sanitätsstationen eingerichtet. Okay. Kraftfeldposten. Klar, in Reparatur. Basis wird angegriffen. Störung der Energiezufuhr entdeckt. Kraftfeldposten. Klar. Repariert. Cool, jetzt kann ich mehr spenden. Verdammte Hacke. Energie ist wieder da. Jetzt wird's echt kritisch langsam. Basis wurde gesichert. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt diese ganze repariert. Fördergeschichte bauen. Ach, jetzt kommen auch wieder Energien. Industrieroboterfabrik. Leuchte in Reparatur. Basis wird angegriffen. Werden wir hier hinbauen? Leuchte
repariert. Tammy kann allerdings damit umgehen. Okay. Was hat sie denn sonst noch für Aufnahmen? Ich wäre jetzt eigentlich noch hierfür zuständig. Ich kann die Gesetze der Physik nicht umschreiben. Ach, das ist schon... Kraftfeldposten. Struktur zerstört. Oh, die Energie ist schon wieder weg. Okay. Der Energiezufuhr entdeckt. Silikondose. Das wird jetzt echt kritisch langsam. Also... wurde gesichert. Bald fühlst du noch selbst gespräßes Ding. Silikondose. Repariert. Okay, aber es fängt jetzt langsam an. 20%. Sammler. Produktion gestartet. Das sieht so aus, als ob wir jetzt wirklich gleich schon fertig sind. Wo wird die denn schon wieder angegriffen? Kraftfeldposten, Automatiklaser. Ich glaube, wir müssen. Kraftwerk. Struktur zerstört. Hauptenergie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Nicht genug Credits. Kraftfeldposten. Ah. Struktur zerstört. Kraftfeldposten. Ich habe verstanden. Repariert. Nicht genug. Basis wurde gesichert. Sammler erstellt. Handelskontrolle. Verdammte Hacke. Entdeckt. Basis wird angegriffen. Fühl mich so krank. Arbeiter Dean. Lava Silikon verkaufen. Feinde geworden. Nicht genug Credits. Also, das wird jetzt echt langsam happig hier. So, also wir haben jetzt wieder ein Energiesystem eigentlich. Wenn's dich anmacht. Aber gerade überhaupt keinen, der die Energie übernimmt. Und die sind auch schon wieder alle krank. Geil. Das ist nicht zu glauben. Ah, oh, Energie. Basis wird angegriffen. So. Energieleistung. Er ist wieder am 20%. Arbeiten. 20%. Oh, der Roboter geht auch immer weiter kaputt. Also, boah. Also, das ist jetzt gerade anstrengend von der Konzentration her. Wenn ich gedacht hätte, dass das so hier schwierig wird, sag ich mal. Allerdings sieht es so aus, als ob wir langsam vorankommen. Welchen Second Job hat sie denn? Mal gucken. Ich kann das einfach nicht tun. Basis wurde dann gesichert. Nimmst du bitte dann mal die Energie aufgebraucht. Schalte um auf Reserve. Stromversorgung. Du machst momentan Hallo, Stromversorgung. Störung der Energiezufuhr entdeckt. Also dafür hat sie Basis Zeit. Alles andere ist momentan irrelevant. So. Sammler beschädigt. Aber das geht jetzt auch gar nicht mehr. Wieso schießen die nicht mehr, die Automatiklaser? Keine Energie dafür, oder was? Verstehe ich zum Beispiel momentan nicht. Also die Lava-Viecher, die rennen jetzt hier rum und die Automatiklaser schießen nicht mehr. Ach, da war irgendwas mit, die funktionieren nicht mehr richtig oder so. Ja, ich erinnere mich. Ah, so ist's besser. Alles wieder repariert. War nur eine kleine Störung, nichts weiter. Genau. So, jetzt sollte dann ja wohl die Laser wieder voll abdrehen. Extremer Schaden. Unternehmensbericht. Bei uns haben's nur die Angestellten schwer. Ich bezahle euch nicht fürs Versagen. Ich will Ergebnisse sehen, Team. Ich glaube, das machen wir schon hier, ne? Also halt mal die Fresse, Alter. So, einziges, was wir mal gucken können, wäre, ob wir hier noch ein Kraftwerk hinstellen können, weil hier... Basis wurde gesichert. Wir werden jetzt ein bisschen die Geschwindigkeit hochdrehen. Silikondose. Kann ich dir helfen? Kontrollbasis wird angegriffen. Werden dann gucken, dass wir... bisschen was verkaufen. Ich begrüße dich. Können wir mal verkaufen.
und nochmal Medizin kaufen. Basis wird angegriffen. Bei Handelskontrolle. Handelsshuttle nähert sich. Kraftfeldposten. In Reparatur. So. Arbeiter. Geht natürlich jetzt alles ein bisschen schneller und ich hoffe, dass jetzt auch der Kraftfeldposten. Blöde Sammelroboter. Kraftfeldposten. Du wirst jetzt mal da nochmal eingesetzt. Basis wird angegriffen. Also wir spielen hier auf leicht, das muss man so sagen. Und das ist relativ schwierig. Also dementsprechend. Sween ist auch schon wieder krank, also klar. Minus hol dir mal Geld, dann bist du sowas von. Die Werte der Basis steigen. Energieleistung 20%. Venus dürfte schon bei der Arbeit sein eigentlich. Die ist ja sehr, sehr zuverlässig, was das angeht. Und wir brauchen unbedingt dieses blöde Iridium. Ha. Sie gibt gerade Vollgas und wird es auch schaffen, definitiv. Basis wurde gesichert. Bauen wir hier ab schön. Ah, da wird auch schon wieder was abgeholt an Iridium. Also es ist, glaube ich, hier der Prozess des Herstellens dauert hier relativ Basis lange. Wird angegriffen. Zusätzlich Leuchte. Wird jedes Mal der Roboter halt sehr in Mitleidenschaft gezogen. Leuchte. Ich meine schon halber Roboter schon weg. Und sie hat schon wieder Feierabend. Schalte um auf Reserve. Der Energieinput ist zu niedrig. Wir brauchen mehr Generatoren. Ah, gut zu wissen. Lavakraftwerk. Das geht ja hier auch jetzt inzwischen wieder. Also ich denke mal jetzt. Basis wurde gesichert. Basis wird angegriffen. Können wir das auch machen? Basis wird angegriffen. Ah ja, jetzt kriegen wir auch wieder ein wenig Energie. Nicht viel, aber ein wenig. Lavakraftwerk. Ich hoffe, dass man hier noch irgendwo was hinstellen kann. Also diese Lava-Energie-Geschichten sind schon echt günstiger. Das Problem ist einfach diese blöden Lava-Würmer immer. Ich werde das jetzt hier definitiv zu Ende machen, diese Mission. Und dann werden wir erst gucken, also. Wow! Ich hasse es, zwei wenn er stirbt und abgeholt wird. Ich weiß, dass er reanimiert wird und ich ihn vielleicht wiedersehe. Aber trotzdem ist das irgendwie immer wie ein richtiger Tod. Mission fehlgeschlagen. Hammer, wie ist das denn jetzt passiert? Und der dritte. Oh. Krass. Das habe ich nicht erwartet. Definitiv nicht. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Das war jetzt von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist von jetzt auf gleich passiert. Na gut, mit diesem tragischen Bild und traurigen Bild werde ich mich dann jetzt mal verabschieden. Wir werden die Mission gleich nochmal versuchen. Ich sag mal tschö, bis zum nächsten Mal.